Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute wollte ich ein kurzes Update geben und ein kleines Fazit, also Pro und Contra Rumänien und euch auch mal erzählen, was so abgelaufen ist. Also es ist jetzt Anfang Januar 2022, frohes neues Jahr. Ich bin jetzt genau 3 Monate hier in Bukarest. Ich war zwischendurch in Deutschland, also jetzt zu Weihnachten war ich in Deutschland und habe mit meiner Familie ein bisschen gefeiert. Und das war auch sehr schön. Allerdings Silvester habe ich dann hier in Bukarest wieder verbracht. Und das war auch sehr schön. War auch nicht alleine, sondern mit Familie. Was mich auch gefreut hat, dass ich den ersten Silvester hier in Bukarest nicht allein verbringen musste. War schön. Ich habe jetzt... Die Entscheidung war eigentlich schon so ein bisschen überfällig. Und eigentlich war es auch schon klar. Ich werde jetzt erstmal hier in Bukarest bleiben. Es gefällt mir sehr gut. Und ich kann jetzt auch nicht einfach zurück, weil meine Oma ist ja weiterhin im Altersheim. Ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, dass sie sich erholt und wieder nach Hause kann. Dem ist aber nicht so, aber sie ist ja auch schon 89, wird bald 90 und der Zug scheint leider abgefahren zu sein. Und ich werde definitiv hier bleiben und weiterhin sie besuchen gehen und Medikamente bringen, die benötigt werden. Und freue mich auch, bin quasi am Auswandern so richtig. Für einige Zeit werde ich Deutschland verlassen. Ich habe jetzt auch schon per E-Mail meine Abmeldung an das Bürgeramt geschickt in Berlin und habe auch eine Antwort gekriegt. Also die Abmeldung ist noch nicht durch, aber sie haben die Abmeldung erhalten und werden das bearbeiten und dann schicken sie mir hoffentlich die Abmeldebestätigung bald per Post, sodass ich mich auch bei der Krankenkasse abmelden kann. Was ich noch gemacht habe im Dezember, ich habe hier eine kleine Firma gegründet. Ich bin ja Softwareentwicklerin und habe hier eine Firma gegründet und plane jetzt als Freelancerin zu arbeiten für deutsche Firmen. Ich hoffe, dass mit der Abmeldung alles gut geht und dass mit der Abmeldung bei der Krankenkasse auch alles gut geht. Und dass ich da keine Probleme habe. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten, sollte eigentlich alles ohne Probleme ablaufen. Ja, so hatte ich das gelesen irgendwo im Internet, aber man weiß ja nie. Und ich habe noch eine Zahnzusatzversicherung, die will ich dann auch kündigen. Weil, also ich werde jetzt bestimmt noch 1,5 Jahre, 2 Jahre so mindestens hier bleiben und dann. Ja, also ich möchte die Kosten halt so weit wie möglich minimieren, dass ich halt finanziell nicht so große Belastungen habe, genau. Und deswegen, also die Entscheidung ist jetzt gefallen. Ihr könnt euch, wenn ihr meine Videos aus Rumänien mögt, könnt ihr euch auf weitere Videos freuen. Die kommen dann bald mit aktuellen Themen und vielleicht nehme ich euch auch mal mit in die Stadt. Also was war in den letzten 3 Monaten positiv und was war negativ, so das Fazit. Positiv war, alle Behördengänge, die ich hier hatte, waren einigermaßen okay. Ich bin ja mit dem Auto hergekommen, habe das hier, das hat den leichten Schaden am Kotflügel, habe das hier reparieren lassen und hat jetzt hier auch einen TÜV für die nächsten 2 Jahre und ich bin jetzt dabei, das jetzt hier in Bukarest fest anzumelden. Bisher hat das noch rote Nummernschilder, also temporäre rote Nummernschilder. Und die Schilder hier gelten ein bisschen länger. In Deutschland kann man das maximal, glaube ich, 1 Monat machen, aber hier 3 Monate und das ist mir halt echt zugute gekommen. Ja, da bin ich jetzt dabei, das zu finalisieren. War echt viel Papierkram, aber ich musste auch den Kaufvertrag vom Auto übersetzen. Ich habe es ja in Deutschland gebraucht gekauft. Ich musste die Dokumente vom Auto übersetzen, den Fahrzeugbrief, den Fahrzeugschein. Ja, das musste ich übersetzen und dann musste ich einen Termin machen, damit das geprüft wird, der TÜV geprüft wird. Ja, dann musste ich das hier bei der Steuer anmelden. Ich musste eine Versicherung machen, habe ich alles gemacht. Jetzt fehlt mir noch ein einziges Dokument. Das muss ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß wirklich gar nicht, was das ist. Ich habe letzte Woche schon probiert, das anzumelden. Das hat aber nicht geklappt, weil dieses eine Dokument noch gefehlt hat. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Im nächsten Video kann ich das vielleicht erklären. Aber es hat halt jetzt rumänische Papiere bei dem Auto. Es lief alles recht gut und ich bin zufrieden damit. Und auch die anderen Papierkram lief recht gut. Auch mit meinen nicht extrem guten Rumänischkenntnissen bin ich gut zurechtgekommen. Die Leute sind sehr verständnisvoll. Ja, ich habe dann gesagt, sorry, ich bin gerade aus dem Ausland wiedergekommen, mein Rumänisch ist nicht so gut. Und alle hatten Verständnis. Also sie haben mich dann vielleicht nicht immer so gut verstanden, wie ich sie verstanden habe. Aber es ging und mein Rumänisch wird jetzt auch besser. Ich habe sogar mit Hotlines telefoniert, wegen den Autopapieren und so.
Und alle waren sehr nett und verständnisvoll. Die reden hier sehr, sehr schnell. Und manchmal habe ich Probleme, das zu verstehen. Dann habe ich auch schon mal dreimal nachgefragt und mir dann aufgeschrieben, was ich noch machen soll. Aber es war okay. Also am Ende haben sie mir vermitteln können, was ich denn noch machen muss. Ja, lief also gut. Firmengründung ist auch recht gut gelaufen. Da habe ich allerdings jemanden beauftragt, so eine Firma, die kümmert sich. Da habe ich ein bisschen Geld bezahlt. Ich glaube 250 Euro für die Firmengründung. Und man braucht halt auch so einen Firmensitz und den bieten sie mir auch an. Und das habe ich dann direkt mitgemacht. Also insgesamt für die Firmengründung und den Firmensitz für ein Jahr 250 Euro etwa. Ja, war ich auch zufrieden mit. Was nicht so gut war, leider Gottes, also zwei Wochen nachdem das Auto repariert war, ist mir einer, als das Auto stand, ist mir dagegen gefahren und hat dann Fahrerflucht begangen. Ich habe hier keinen Parkplatz, dediziert nur für mein Auto. Ich habe schon versucht, einen zu kriegen, aber es geht nicht so einfach. Alle sind voll, alle sind vergeben. Und ich hätte ja auch Geld, ich hätte ja dafür bezahlt. Aber ja, ist nicht. Ich muss es halt irgendwo parken, so wie alle anderen auch, weil ich keinen Parkplatz habe. Und da ist mir einer entgegengefahren. Ja, und ist einfach abgehauen. Der Schaden ist nicht so groß, aber ist trotzdem ärgerlich. Zum Glück war da die Prüfung schon durch und das hat jetzt 2 Jahre TÜV. Das war halt negativ und negativ ist auch im Bad und in der Küche habe ich einen Wasserschaden von den Nachbarn und ich liege dem schon seit fast ich hier bin, mindestens 2 Monate in den Ohren, der soll es reparieren und der macht einfach nichts. Der sagt immer, ja, ich mach das, aber er macht nichts. Und jetzt habe ich ihm auch schon 2 Mal mit der Hausverwaltung gedroht, aber es geht einfach nicht. Also er muss da was machen, ich zeige, wie ich das mache. Hier in der Küche war Emma, ist richtig Wasser runtergefallen ein bisschen. Das ist noch nicht so schlimm, aber im Bad. So, gehen wir mal schnell ins Bad. Im Bad ist wirklich, wirklich schlimm. Es ist halt hier an den Rohren, kommt es runter regelmäßig. Es sind immer nur ein paar Tropfen, aber steht da Tropfenöl den Stein und so sieht es halt aus. Es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön und es ist jetzt noch kein richtiger Schimmel, aber hoffe ich mal, aber es ist wirklich nicht schön. Und ich werde jetzt nicht locker lassen, der muss das machen. Hier, die Rohre. Also es sieht nicht so schlimm aus, aber es ist nicht schön. Ich hoffe, das ist jetzt so einigermaßen trotzdem auf mich noch gerichtet. Hoffentlich. Und hier so. Ja, das ist nicht so schön. Da bin ich wirklich sehr, sehr unzufrieden damit. Auch wenn ich auf der Toilette sitze, tropft es manchmal auf meinem Kopf drauf. Ja, was soll ich sagen, es ist nicht mal alles Sonnenschein, alles eitel Sonnenschein. Manche Dinge sind gut, andere Dinge sind nicht so gut. Die Katzen fühlen sich wohl, die haben sich eingelebt. Ich habe hier eine liebe Nachbarin, die ja auch schon mit meiner Oma befreundet und ihre Tochter wohnt noch zu Hause. Und die hat jetzt, wo ich in Deutschland war, die Katzen versorgt und sehr gut versorgt. Und ich bin sehr happy. Ja, das ist wirklich schön. Meine Verwandten sind sehr nett, alle. Und unterstützen mich und ich gehe auch nicht immer alleine meine Oma besuchen, sondern es kommen auch noch Verwandte mit und das ist gut. Und ich freue mich, dass ich hier weiterbleiben kann. So, jetzt bin ich gespannt, wie das mit den Abmeldungen alles läuft, ja. Also erstmal ein kurzes Fazit gegeben, das war jetzt die letzten 3 Monate und dass die Entscheidung jetzt steht, ich bleibe erstmal hier. Ich kann es auch mit meinem Gewissen ganz ehrlich nicht vereinbaren, jetzt schon wieder zu gehen und meine Oma halt im Altersheim zu lassen. Klar, die Verwandten kümmern sich, aber die sind sehr froh, dass ich hier bin. Und die haben kein Auto. Also, sie hat noch eine Schwester, die ist etwas jünger, die ist 70 und ihre Familie ist halt nicht so wohlhabend. Sie haben kein Auto. Ich weiß, sie haben wahrscheinlich auch, ich glaube auch nicht, dass sie einen Führerschein haben. Und die andere Schwester ist 87. Und hat auch kein Auto und ist auch nicht mehr so gut zu Fuß. Und sie hat noch eine Schwester und sie ist aber schon 93 und sie ist noch ganz gut beisammen. Aber sie können einfach nicht regelmäßig hingehen und für die Medikamente sorgen und es ist einfach zu viel. Für mich ist es ja schon viel, immer die Medikamente zu besorgen, die noch notwendig sind und Bandagen und so und Creme. Weil sie hat, dadurch, dass sie viel im Bett liegt, hat sie auch Probleme mit Wundliegen und so, vor allem an den Beinen
Und das ist aber jetzt schon besser geworden. Ich habe jetzt die letzten Monate immer Medizin hingebracht, Bandagen, Cremes, zur Desinfektion, so Jod, so Jodsalbe und Jod. Jod ist in Deutschland ein bisschen umstritten, aber zur Desinfektion ist das ganz gut. Und es ist alles sehr viel besser geworden. Und ich freue mich, aber ich kann jetzt nicht einfach weggehen. Da würde ich sie im Stich lassen und auch die Familie, die Verwandten, die freuen sich wirklich, dass jemand da ist und sich kümmert. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch und abonniert meinen Kanal. Und hinterlasst auch Kommentare. Ich versuche sie alle so schnell wie möglich zu beantworten. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich schreiben soll. Da muss ich erstmal überlegen. Und manchmal habe ich auch recht viel Stress. Also, naja, viel Stress. Manchmal habe ich viel zu tun. Dann dauert es vielleicht ein bisschen. Aber mein Versprechen steht. Ich beantworte jedes Kommentar. Definitiv. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert und wenn ihr Anteil nehmt. Und ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich freue mich über jeden, der meine Videos schaut. Das gibt mir das Gefühl, irgendwie noch mehr, dass anderen Leuten das auch wichtig ist, irgendwie, und dass sie Anteil nehmen. Das ist irgendwie wichtig. Ist irgendwie wichtig. Also so über Ländergrenzen hinweg, wenn man ältere Verwandte hat und dann sich kümmern will. Also meine Oma hat sich ja gekümmert, als ich klein war, und ich möchte ihr da auch wirklich was zurückgeben, um das nicht so lang werden zu lassen. Wir sehen uns bald. Tschüss!